passing all these handouts. Stupid playing safe. You can say comfort the children. They got lost along the way. Vipers in surround. Up this out. If I'ma take your money, I'ma end up in the ground. Es ist ein Spiel, auf das wir uns alle sehr freuen. Es ist eine Partie, die es in sich haben könnte. Das sollten Sie nicht verpassen. Wir zeigen es Ihnen live aus dem Volksparkstadion. Ich begrüße Sie heute aus dem Volksparkstadion, liebe Fußballfans. Herzlich willkommen zu diesem Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann begleiten Sie am Mikrofon durch dieses Spiel. Und auf dem Programm steht heute ein Spiel aus der zweiten Bundesliga. Hamburger SV gegen FC St. Pauli. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Die HSV-Fans werden ja des Öfteren von den St. Pauli-Anhängern aufgezogen, weil sich das Volksparkstadion in unmittelbarer Nähe einer Müllverbrennungsanlage befindet. Und das ist eine Steilvorlage. Guter Pass jetzt. Und damit sind sie am Ball. Burgstaller! Etwas zu unpräzise in dieser Situation. Ja, stramm war er, absolut. Aber vielleicht wäre es doch der Schlenzer gewesen. Der Rodde. Da wäre Platz auf außen. Da ist die Chance. Jeremy Duziak. Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase, fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten Sie sich kaum wünschen können. Den Keeper trifft da keine Schuld. Wir sehen es hier nochmal in der Wiederholung. Der Fehler passiert vorher. Schlechtes Abwehrverhalten. Zwei Leute frei durch. Konsequenz, Tor. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. In den freien Raum. Jetzt wird's gefährlich. Sonny Kittel. Nicht das Tor. Weiter nur ein Torführung. Das kann ihnen nicht gefallen. Nee, sie ärgern sich auch. Ja, den mussten sie machen. Dann haben sie hier alles im Griff. Aber so ist Zittern angesagt. Aaron Hunt. Tolles Zuspiel. Gute Idee, dieser Ball. Und er ist drin. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht ihn. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie.
Burgstaller. Der Ballverlust. Freistoß, ja, aber keine Verwarnung. So früh im Spiel tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler. Aaron Hunt. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Jetzt könnte es eng werden. Ball draußen, es gibt Einwurf. Paccarada. Der Ball ist im Seitenhaus, Einwurf. Unnötiger Ballverlust. Das macht er gut. Abseits. Er ist zu früh gestartet. Ja, das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, aber abseits dürfte hier die richtige Entscheidung gewesen sein. Den Ball spielt er raus. Terodde. Und damit ist der Ball weg. Guido Burgstaller. Sie verlieren den Ball. Duziak kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. Benatelli. Super dazwischen gegangen. Sie gehen hier dazwischen, holen sich den Ball. Schöne Aktion. Jetzt das Anspiel auf dem Flügel. Das ist natürlich ein guter Pass. Etwas später. Und er ist frei durch. Aber so ist es abseits. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Guido Burgstaller. Oh, mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's und dann geht auch die Karte in Ordnung. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Anspiel kommt gut. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Diese Flanke kommt viel zu weit. Es gibt Einwurf. Duziak. Er kann es machen. Er versucht's, aber der Ball geht doch weit vorbei. Benatelli. Guido Burgstaller. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verwerten. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste.
Das ist schade, er wäre durch gewesen. Aber so wird es abgepfiffen. Abseits. Ja, das war tatsächlich abseits. Gutes Auge vom Assistenten. Burgstaller. Sie holen sich den Ballbesitz. Abgefangen, gut gemacht. Ja, abseits, richtig. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Das ist korrekt, es gibt gelb. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Guter Pass jetzt. Er ist frei. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Leibold. Duziak. Klasse aufgepasst. Er hat den Ball. Eine Minute gibt es obendrauf. Schöner Pass. Er ist frei, da kann was draus werden. Oh, war das knapp. Die Riesenchance zum Ausgleich, aber nichts draus gemacht. Knappe Führung zur Pause. Es steht 2. Durchgang 2 läuft. Ah, das war halbherzig, dieser Zweikampf. Wichtig, den Ball hat er sicher. Gute Balleroberung, was machen Sie draus? Sehr gut aufgepasst. Fängt diesen Ball ab. Macht er gut. Ah, sie verlieren den Ball. Guter Einsatz. Ball ist erstmal wieder weg. Schönes Zuspiel hier. Auf außen ist Platz. Das macht er gut. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Tolles Zuspiel. So langsam wird es gefährlich. Schöne Flanke jetzt. Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Da kommt dieses Tor nochmal. Zuerst der Ball nach hinten und dann trifft er die Kugel super aus der Halbdistanz mit ganz viel Gefühl. Da ist Effe drin und der Ball dreht sich in den Kasten. Jetzt bin ich gespannt, was hier nach dem 2:2 passiert. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Pass auf den Flügel. Vielleicht die Führung jetzt. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Sie schlagen gleich wieder zurück und genauso geht's. Und das ist natürlich wichtig, auch damit der Gegner nicht zu viel Oberwasser bekommt. 5 Treffer haben wir gesehen. Es steht 3:2. Das ist ein enges Spiel. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Super Tackling. Vorteil, Spiel läuft weiter. Ja, und das ist auch gut so. Da ist Platz. Klasse Chance jetzt. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Fahne oben, er gibt abseits. Oh, das wäre eine richtig gute Gelegenheit gewesen.
So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Pass auf außen. Jetzt ist er durch. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Ja, der nächste tolle Pass. Pass kommt nicht an, das muss Einwurf geben. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Duziak. Klasse Zuspiel. Ball ist wieder weg. Das könnte was werden jetzt. Ja, da ist er zur Stelle, Ball gewinnen. Benatelli. Klasse Aktion da. Da erobert er den Ball. Melden Sie sich an unserer Geschäftsstelle. Wir sind immer auf der Suche nach Talenten. Fußball. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Klasse Pass. Schöner Pass. Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Da hätte er mehr draus machen können. Stattdessen gibt es jetzt Torabstoß. Jetzt kommt nochmal die Wiederholung vom Treffer eben. Der ging fast genau auf ihn drauf, aber es gab keine Zeit mehr zu reagieren. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Der Pass in den freien Raum, gut gemacht. Den trifft er nicht richtig, daher überhaupt kein Problem. Duziak. Das könnte gefährlich werden. Gefährlich jetzt. Wenn der drin ist, dann bauen sie die Führung hier weiter aus. Aber sie nutzen diese Chance eben nicht. Die Frage ist, ob sich das im weiteren Spielverlauf noch rächt. Das muss der Trainer jetzt versuchen. Sie sind in Rückstand und der neue Mann soll mithelfen, das Spiel zu drehen. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Zierreis. Benatelli. Gefährlich! So im Strafraum reinzugehen, ist schon leichtsinnig. Den Ball hat er, ganz souverän. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Gut durchgesetzt, gefährlich. Da passt er auf und hat den Ball. Und die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Eine ganz enge Kiste. Gut.
Gute Aktion jetzt. Oh, viel Platz jetzt. Jeremy Duziak. Hamburg mit dem Treffer. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und das ist dann natürlich genau die richtige Entscheidung. Er nimmt das kurze Eck. Rechnet nicht jeder mit. Neuer Spielstand 4:2. 6 Treffer haben wir bereits gesehen. Das könnte was werden. Da ist der Ball weg. Da oben, der vorne den Ball. Er versucht's, aber der Ball geht doch weit vorbei. Da kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. Eine gute Möglichkeit hier, es gibt Ecke. Ecke kommt. Zander. Schlusspfiff und damit steht es nun fest. Die Gastgeber gewinnen dieses Derby. Das war eine tolle Leistung, knapper Derby-Sieg. Und das sind die Spiele, auf die es natürlich immer ganz besonders ankommt. Zu unpräzise.